Königliches Drama. Harry und Megans Statement verschwunden. Willkommen zurück zu unserem Kanal. 4 Jahre nachdem Prinz Harry und Herzogin Meghan dem Königshaus den Rücken gekehrt haben, passiert jetzt etwas Unfassbares. Das Königshaus hat anscheinend das Beziehungsstatement von Harry und Meghan von ihrer offiziellen Homepage gelöscht. Dieses Statement aus dem Jahr 2016 war nicht nur die Bestätigung ihrer Liebe, sondern auch ein Schutzschild für Meghan gegen rassistische Angriffe. Doch jetzt ist es einfach verschwunden. Zwar kann man es noch über die Suchmaschine der Website finden, aber der direkte Link? Der ist weg. Zur Erinnerung, als die Gerüchte über Harry und die ehemalige Suits-Darstellerin Meghan aufkamen und Meghan in den Medien zerrissen wurde, griff Jason Knauf, der Pressesprecher von Kensington, ein. Er veröffentlichte ein starkes Statement zur Verteidigung von Meghan und bestätigte gleichzeitig die Beziehung. In der letzten Woche wurde eine Grenze überschritten. Prinz Harrys Freundin, Meghan Markle, wurde Opfer einer Welle von Beleidigungen und Belästigungen, hieß es damals. In seinen Memoiren Spare erzählt Harry, wie wichtig ihm dieses Statement war, um Meghan zu schützen. Wir brauchten ein Statement, innerhalb eines Tages hatten wir einen Entwurf. Stark, präzise, wütend, ehrlich, erinnert sich Harry. Doch leider änderte das Statement laut Harry nichts an den Schikanen gegen Meghan. Außerdem soll es seinen Bruder William und Vater Charles ziemlich wütend gemacht haben. Harry enthüllt in Spare, dass sie nie ähnliche Erklärungen für ihre Partnerinnen abgegeben haben. Was haltet ihr davon, dass dieses Statement jetzt gelöscht wurde? Schreibt es uns in die Kommentare und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine Neuigkeiten zu verpassen.